Hallo, dies ist ein neuer Beitrag für Opalia Talk. Mein Name ist Sabine Gobiermann und es geht um das numerologische Tageshoroskop für Montag, den 3.4.23 mit einer geschlossenen 5. Also, der Montag startet mit Power und will, dass wir uns natürlich in Dynamik einsetzen für die Belange, die wichtig sind. Klartext gesprochen, dass wir auch arbeiten und uns kümmern. Die geschlossene 5 ist ein Hinweis darauf, dass es sein kann, dass wir gerade heute Themen auf den Tisch gelegt bekommen, die wir bewegen können. Weil wir haben die 3 vorne und wir haben die 3 hinten. Ne? So, 3.4.23. Und von daher können wir ganz, ganz viel bewegen heute, was wir auch manifestierend umsetzen können. Also es geht nicht nur darum, um eine locker leichte Bewegung, sondern es geht auch wirklich darum, dass wir Themen umsetzen sollten, damit es uns auch richtig gut geht. Das ist eine ganz, ganz wichtige Thematik und so werden wir natürlich auch den Tag für uns dann halt sinnvoll nutzen können. Wir ziehen jetzt mal von den Spiegelkarten eine Karte auf den Tag. Und da kriegen wir die Löwe-Energie. Finde ich wieder sehr, sehr spannend. Und die Löwe-Energie sagt, wer bist denn du? Was willst denn du? Was willst denn du erreichen? Und damit hast du auch eine gute Basis, dich dementsprechend in deinem Leben halt um und auch durchzusetzen. Also wenn wir das Gefühl haben, wir werden uns noch nicht gerecht und wir sind nicht zufrieden mit dem, was wir bisher erreicht haben, dann sollten wir umdenken und eine neue Perspektive gewinnen. So, ihr Lieben, wir ziehen mal eine Karte von den natürlich auch Spiegelkarten von den Grünlingen und ziehen, also ich ziehe Erde 11, zu Hause sein. Wer ein Zuhause hat, der kann sich glücklich schätzen. Das heißt ganz einfach, wieder das Besinnen, was wir erlebt haben, was wir leben, wie es uns geht, was wir alles tun können. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Fakt. So. Dann haben wir Erde 3, feindlich sein. Wer Feinde hat, der braucht diese wohl zur eigenen Motivation. Das finde ich jetzt wieder sehr spannend. Es gibt unheimlich viele Menschen, die motzen. Über die Nachbarn, über Freunde, über andere Menschen. Und daran wird unheimlich viel Energie investiert. Und grundsätzlich ist es das Thema auch Löwe-Energie. Ich werde nicht gesehen oder ich fühle mich nicht positioniert. Das ist aber Blödsinn. Nicht jeder muss uns lieben, nicht jeder muss uns toll finden. Und ich sage mal so, wie wir in den Wald hineinrufen, so schallt es auch wieder heraus. Also ne, es liegt im Grunde genommen an uns. Und ich ziehe jetzt nochmal eine Hinweiskarte, was wir tun könnten. Und wenn ich dann gucke, was wir tun könnten, dann kommt das Thema Feuer 12 untreu sein. Wer unverbindlich ist, geht sich selbst fremd. Das heißt im Grunde genommen ganz klar, wir sollten unserer Power-Energie wirklich eine Marschrichtung einhalten. Wir haben ja die geschlossene 5, das heißt wirklich am Ball bleiben und ganz zielgerichtet dafür sorgen, dass wir unsere Ziele auch durchsetzen können. Also nicht, indem wir andere über die steigen oder sonst irgendwas, sondern dass wir uns die Treue halten und zwar unsere eigenen Aktivitäten. Wenn wir uns vornehmen, den Keller aufzuräumen, dann sollten wir es einfach auch tun. So, und in diesem Sinne wünsche ich euch einen tollen Montag. Wir sprechen uns morgen wieder am Dienstag. Tschüss!